Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Politiker, wie sie als Jugendliche aussahen. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Kategorie. Wir haben 5 Bilder rausgesucht von ganz berühmten Politikern, die eigentlich jeder kennt. Das soll jetzt auch eine kleine Videoserie werden. Wir werden also immer wieder 5 Bilder von berühmten Politikern raussuchen. Und ja, es ist ja manchmal nicht zu glauben, dass diese großen, mächtigen Politiker, die über unsere Lebensweisen bestimmen, die bestimmen, wie geht's voran im Klimawandel, wird Krieg geführt, ja oder nein, wird eingegriffen im Sinne der NATO, ja, der US-Präsident hat eine unglaubliche Macht auf dieser Welt und bestimmt natürlich auch das Leben von uns allen. Und deswegen ist es umso schöner, wenn man da mal so einen kleinen Einblick in die Persönlichkeiten ja reinfinden kann und dort auch über Bilder, denn Bilder sagen ja oftmals mehr als 1000 Worte, dann noch mal sehen kann, wie sah dieser Mensch aus, ja, als er noch nicht dieses Alter von heute erreicht hatte. Deswegen jetzt viel Spaß mit Politiker, wie sie als Jugendlicher aussahen. Ja, und da fangen wir auch direkt an mit dem ersten Politiker, und zwar Armin Laschet. Letztes Jahr kämpfte er noch um den Platz des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland. Er scheiterte damals an Olaf Scholz und vielleicht auch an seiner Aktion, die während der Jahrhundertflut passiert war, als er nach einem Witz dann etwas grinste. Und deswegen schließt sich hier auch der Kreis. Es gibt sehr viele Bilder von Armin Laschet aus seinen jüngeren Jahren. Schaut da wirklich gerne mal rein. Gibt das mal bei YouTube ein. Gibt das vielleicht auch mal bei Google Bilder ein. Denn das ist super interessant. Aber ich fand das Bild jetzt wirklich recht passend. Ich finde, man erkennt ihn hier auch. Und auch dieses Lächeln. Dieses, ich weiß nicht, verschmitzte Lächeln, so leicht zurückhaltend, das hat er ja heute noch. Ich glaube, das ist ganz sympathisch und also es gibt ganz viele schöne Bilder, gibt das wirklich mal eins. Das macht echt Spaß. Ja, jetzt kommen wir zu Sebastian Kurz. Ich glaube, den erkennt man sofort anhand dieses Bildes. Man sieht natürlich, dass die Gesichtszüge deutlich weicher sind. Also man sieht da, dass er wirklich jünger war. Vielleicht nochmal das dazu gesagt, Sebastian Kurz, ehemaliger österreichischer Bundeskanzler von Mai 2017 bis Dezember 2021, also bis vor kurzem, und von Dezember 2013 bis Dezember 2017 war er Bundesminister für Europa, ja, im Feld Integration. Und ich finde, man erkennt ihn hier natürlich sehr, sehr gut. Man sieht natürlich schon, die Gesichtszüge sind deutlich jünger, aber er ist ja auch jetzt noch nicht so alt. Also er ist, glaube ich, im Moment 35 Jahre alt, Jahrgang 86. Das heißt, also 35 ist ja wirklich noch super jung. Ich finde, er sieht jetzt mit seinen 35 Jahren aber deutlich älter aus, das muss man auch dazu sagen. Aber ich finde, hier auf dem Bild kann man ihn sehr gut erkennen. Als nächstes haben wir Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine. Wir kennen ihn alle aufgrund der Geschehnisse in den letzten paar Wochen im Russland-Ukraine-Konflikt. Hier ein Bild aus seinen jüngeren Tagen. Auch er ist erst 44 Jahre jung und dieses Bild ist vor ein paar Jahren entstanden. Ich hatte leider keine Jahreszahl dazu. Aber ich würde jetzt mal irgendwo im 2012er bis 2014er Bereich verbuchen. Und damals war er ja als Unterhaltungskünstler und Comedian unterwegs. Und man erkennt ihn deswegen hier auch sehr gut. Wie gesagt, das Bild ist natürlich auch nicht allzu alt, aber das ist zumindest das Bild, was ich gefunden habe, wo er am jüngsten aussah. Deswegen fand ich es auch ganz interessant und deckt natürlich auch seine Geschichte so ein bisschen ab mit dem, was er früher gemacht hat. Und fand ich ganz gut. So, als nächstes haben wir Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, auch AKK genannt aufgrund ihrer Initialien. Und sie ist natürlich, und ich glaube, das kann man wirklich so sagen, eine Größe in der deutschen Politik. Sie war die 8. Bundesvorsitzende der CDU. Und ich glaube, das heißt schon was. Also es gab erst 8 Bundesvorsitzende der CDU. Und wenn man dann eine Person von diesen ist, dann kann man, glaube ich, schon ganz stolz auf sich sein. Von Dezember 2018 bis Januar 2021 war sie hier im Amt als Bundesvorsitzende und natürlich
auch als Bundesministerin für Verteidigung, also als Verteidigungsministerin von Juli 2019 bis Dezember 2021. Sie hat schon viel in der deutschen Politik mitgemacht und auch hier, um jetzt mal auf das Bild zu sprechen zu kommen, glaube ich, erkennt man sie ganz gut. Die meisten Gesichtszüge oder auch die Nase, das ist ja alles relativ gleich geblieben, aber ich glaube, dass ihr das Alter ganz gut getan hat. Ich glaube, das hat ihr so ein bisschen in die Karten gespielt. Da würde ich mal da so ein bisschen die Brücke ziehen, wahrscheinlich zu Angela Merkel, die auch, glaube ich, im höheren Alter, das hat ihr dann, wenn man jetzt einfach mal nach der Optik geht, ganz gut getan. Und ich glaube, das ist bei Annegret Kramp-Karrenbauer hier ganz ähnlich. Trotzdem erkennt man sie hier wirklich noch sehr gut drauf. Ja, und als nächstes, ich finde das spannendste Foto jetzt von den fünf, denn ich mag immer am meisten die Fotos, wo ich dann sage, wenn man mir die gezeigt hätte und ich nicht gewusst hätte, wer das ist, dann hätte ich nichts dazu sagen können. Und so erging es mir bei diesem Bild. Wenn man den Namen dann weiß, dann fällt es einem so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, denn es ist Ursula von der Leyen, die wir hier sehen. Und wenn man es dann weiß, dann sieht man es auch 100%ig, aber das jetzt irgendwie so ohne Kontext, wenn man mir das Bild gezeigt hätte, dann hätte ich es, glaube ich, nicht erraten können. Ja, wieder eine Größe, glaube ich, der deutschen Politik. Wir kennen sie alle noch als Familienministerin natürlich, aber nun ist sie, glaube ich, auch seit 2019 oder 2020 Präsidentin der Europäischen Kommission. Also sie hat schon viel durch in der deutschen Politik. Ja, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, hättet ihr sie erkannt? Ich fand, das ist jetzt wirklich eigentlich so das beste Bild aus den Fünfen gewesen, weil man sie da nicht drauf erkannt hatte. Wenn ich mir jetzt auch so Ursula von der Leyen vorstelle, jetzt ein heutiges Bild mir so versuche vor Augen zu rufen, dann finde ich, dass zum Beispiel auch die Nase ganz, ganz anders aussieht, als wie sie hier auf dem Bild irgendwie aussieht. Aber so kann man sich dann doch täuschen. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr irgendeinen bestimmten Politiker sehen wollt oder vielleicht irgendein bestimmtes Thema habt, über das wir gerne mal ein Video machen können, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten gebt einen Daumen nach oben, hinterlasst einen positiven Kommentar und wir sagen bis zur nächsten Folge und ciao.